Was geht ab, Freunde? Mein Name ist JGG. Ich bin hier mit Kollege, der Nummer 1 und Aschkobar, dem Boss. Von meinem Rasen! Du sollst den Channel abonnieren. Oder hast du auf dem Baum geschlafen? So, und jetzt Entertainment. Entertainment ist auch der Rapper, den Kollega hat er irgendwo mal, als er bei Mois gesessen hat, gesagt, dass Kollega sich manchmal Entertainment reinzieht, wenn er geile Wortspiele und so hören will. Entertainment, ich kann einfach immer nur wieder das Gleiche sagen. Rau FFM! Ein Frankfurter Junge, Digga! Grüße gehen raus, muchos gracias für dein Twitch Prime Abonnement. Man muss es einfach immer wieder zu Entertainment sagen. Entertainment ist von seinem Skill-Level, von seinen Reiben, von seinen Wortspielereien, von allem Oberliga, Digga. Der ist Oberliga. Der ist einfach Oberliga, muss man einfach sagen. Ich glaube nur, ich meine, ich will da jetzt gar nichts lostreten oder so oder irgendwie da was in die Welt setzen. Ich kann aber trotzdem natürlich hier in meinem Chat hier oder beziehungsweise in meinem Stream meine Meinung sagen. Ich glaube, dass Entertainment ein bisschen von dem Düsteren wegkommen muss, um mehr Anklang zu finden. Und es ist schwer, mit diesem Enten-Image, glaube ich, einen großen Anklang zu finden. Wenn ich rational darüber nachdenke, so, wenn ich es objektiv versuche zu betrachten, ne, dann würde ich das so sehen. Aber bei mir ist natürlich anders, weil ich feiere das alles so. Ich feiere diese dunklen Seiten, so wenn es nicht zu sehr in diese Dämonen, Teufel hier, Teufel da, Teufel dralalala geht. Aber ich glaube, sein Erfolg könnte größer sein und sein Hack, den er durchaus verdient hätte, würde größer ausfallen, wenn er auf so ein paar Dinge achten würde und ein bisschen mehr an den Kanten schleifen würde. Moment mal. Zwischen Präteritum und Futur heißt das Album, die EP, zwischen Präteritum und Futur, also zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ja, okay, höre ich jetzt zum ersten Mal. Passt aber ganz gut dazu, das Cover, was irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Zeichnung von Da Vinci, ein Gemälde von Da Vinci ist, soll auf jeden Fall irgendein altes Gemälde widerspiegeln. Ich sag euch jetzt schon mal, haut schon mal, hier seid schon mal bereit, falls da jetzt Wortspiele kommen, die ich nicht verstehe, ne? Ja, zwischen Narzissmus und Selbstmitleid, Digga, ich musste auch natürlich daran denken, so. Hey, aber jetzt ohne Spaß, macht euch mal bereit dafür, wenn ich hier Wortspielereien nicht verstehe, ne? Wir sind Dealer, verpacken in tiefschwarzen Schatten, Speedgras und Patten für Lila, ne Patten. Wir sind Dealer, verpacken in tiefschwarzen Dacken, lila und Dacken, da die Pappen, Pappen. Interessanter Flow so. Ist ein Flow, den ich so von Entertainment noch nicht gehört habe. So auch, dass er in zwei Zeilen vier Reime reinknallt. Kam bestimmt schon mal vor wie ein referierender Schüler. Aber das kommt mir irgendwie frisch vor, der Flow. Finde ich nice. Dealer, verpacken in tiefschwarzen Schatten, Speedgras und Pappen für lila ne Batzen von niemand. Denn die Bullen sind nur am Blasen, heißt wir haben die Streifen am Schwanz wie getigerte Katzen. Ah, Digga, nice. Es ist so nice, guck mal. Es ist so nice. Mir geht einfach auch das Herz auf, das immer wieder analysieren zu dürfen, so. Ich feiere das einfach ab, so, ohne Spaß. Wie getigerte Katzen. Feinde werden mit Säbel und Schwert zerhackt. Tritt mit Degen, Gewehr und Axt gegen Gegenwehr in der Schlacht. Jedes. Vollkorne, das würde ich niemals in einem Video zulassen, dass da hinten jemand mit dem Fahrrad vorbeifährt. Ohne Spaß, Alter. Das hätte ich direkt gesagt, der nimmt es sofort raus. Gegenwehr in der Schlacht, jedes Werk, das ich schaff, mit der Feder beschert der Stadt. Bei Nebel und Nacht Zerstörung wie ein Beben der Stärke 8. Nacht Zerstörung wie ein Beben der Stärke 8. Deine Nacht Zerstörung wie ein Beben der Stärke 8. Jetzt kommt schon wieder so dieses typische Entertainment-Ding rein. Also ich finde es aber trotzdem, ich finde alles von Entertainment geil. Ich muss es wirklich sagen, so, ich finde nahezu alles geil. Außer das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war Bloody Mary. Seit wann hat er eine neue Maske? Schon länger, Digga.
Die hatte ich sogar auch auf. Es war mir eine große Ehre. Seitdem stink ich aus dem Maul wie ein Puma-Käfig. Abartig. Schafft mit der Feder, beschert der Stadt. Bei Nebel und Nacht, Zerstörung wie ein Beben der Stärke, acht. Ich will nicht mit goldenen Scheiben reicher werden. Nur dass das Volk begreift, dass mit meinen Versen klargestellt wird, dass deine Bitch bereits an jedem Haus einmal geblasen hat, wie der Wolf in drei kleine Schweinemärchen. Wie geht denn dieses Märchen nochmal? Der Wolf und die sieben Geißlein, ist es das? Ist es diese, ist es die, der Wolf und die sieben Geißlein? Also, ich erkläre es euch mal kurz. Ich bin nämlich gerade drauf gekommen, gell? Im Märchen Die drei kleinen Schweinchen versucht ein Wolf, drei unterschiedliche Schweine zu reißen. Jedes wohnt in einem anderen Haus, jeweils eins aus Stroh, Holz und Stein. Der Wolf versucht, jedes der drei umzupusten, was ihm beim letzten nicht gelingt. Ente vergleicht eine Frau mit dem Wolf, welche viel Oralverkehr hat. Jetzt, was ist denn nochmal Oralverkehr? Das muss ich auch nochmal googeln, ne? Da kenne ich mich aus hier. Da brauche ich kein Genius dafür. Ja, okay, nice Line, Alter. Bereits an jedem Haus einmal geblasen hat, wie der Wolf in drei kleine Schweinemärchen. Ich bin ein... Ja gut, dann ist die Zeile gut, aber die ist jetzt nicht so krass, oder? Ich bin ein ungebetener Gast, denn den Grund der Seele erfasste die dunkle Sphäre der Nacht. Wie es mir geht, reich werden war für mich so leicht, dass ich, wenn ich Dollarzeichen sehe, denk, dass da easy steht. Dollarzeichen. Sieht ein Dollar... Ja, wahrscheinlich sieht ein Dollarzeichen so aus, so kann man daraus deuten, dass es so aussieht wie, als wenn da Easy steht halt, mit viel Fantasie. Ach so, Easy. Weil da zwei Striche nach unten sind, das soll, jeder Strich ist ein I. Also I-S-I, Easy. Ja, haut mich jetzt auch nicht so um, muss ich ehrlich sagen, so. Also es ist nicht so, dass ich denke, die Line ist echt zu krass. Leider nein, also mir gefällt das alles so, alles komplett drumherum, aber die zwei Zeilen, wenn das jetzt die zwei Highlights-Zeilen waren, sehr weit hergeholt, so wie Adoptivkinder aus Afrika, ja. Dass da easy steht. Rabbit, locke deine Brust, Steine kochen vor dem Schuss. Ich bestimm die Kurse für die Stoffe deiner Sucht. Ich bestimm die Kurse für die Ammoniakgeruch. Knospe der Zucht. Sorry. Deine kochen. Ich bestimm die Kurse für die Stoffe deiner Sucht. Ammoniakgeruch, Knospe der Zucht. Boah, Ammoniakgeruch, Digga. Riech mal ein Ammoniak, da verstehst du die Zeile, Alter. Ammoniak, Alter, ist der schlimmste Geruch ohne Spaß, Alter. Ammoniakgeruch, Knospe der Zucht. Steuerfreie Ware, wer bringt Opfer für das Blut? Rabbit, flocke deine Brust, Steine kochen vor dem Schuss. Ich bestimm die Kurse für die Stoffe deiner Sucht. Nice Hook, typische Entertainment wieder, 2x4 Zeilen wiederholt, es ist das typische Hookbild, ich kenne keine Hook von Entertainment, die anders abläuft, außer vielleicht die, ich bin im Eispalast gefangen, die Cedric singt, wunderschön, by the way auch, ja, vom Klangbild her alles geil, ohne Spaß, gefällt mir, Alter, auch geil, Druck in der Stimme, in der Hook, gefällt mir. Das könnt ihr Wichser nicht wissen. Das könnt ihr Wichser nicht wissen. Codex heißt bei mir, auf dich wird x-mal geschissen. Codex heißt bei dir, das könnt ihr Wichser nicht wissen. Codex heißt bei mir, auf dich wird x-mal geschissen. Ja, ist ganz nice. Die ist ganz nice, Alter. Die ist ganz nice. Wenn man mich auf Titelbildern zeigt, ziert das Bild ein Schriftzug mit Evil Never Dies. Was jetzt die... Ja, geile Zeile, so... kein Wortspiel, zumindest höre ich keins raus, aber einfach eine geile Zeile, die sein Psycho-Image ein bisschen untermalen soll, finde ich nice. Clips und schießen auf Bullen, die man dann überfährt, da man dann geil dem Blut die Warnweste nicht mehr sieht. Das ist so ein Psycho-Kack, Alter. Blut die Warnweste nicht mehr sieht. Nice. Lass jetzt die Clips und schießen auf Bullen, die man dann überfährt, da man dann geil dem Blut die Warnweste nicht mehr sieht. Lade die Clips und schieß! Auf Bullen, die man dann überfährt, weil man trotzdem ganzen Blut die Warnweste nicht mehr sieht. Das ist schon wieder, das ist ganz geil. Erinnert mich ein bisschen an die Zeile, wenn ich dich mit der Streitaxt zerteile, brauchen Bullen beim Umranden deines Körpers 8 Packung Kreide.
Oder 3 Packungen Kreide, wenn ich mich mit der Streitachse teile. Auch eine mega nice Zeile. Wollte Sex, doch hab die Schlampe schon im Bad ertrunken. Ich kill heute alle wie beim Sammeln von Erfahrungspunkten. Ach so. Videogames, Leute killen. Erfahrungspunkte. Dann muss Level, ach so. Ab! Du zockst nicht. Nee, ich zock nicht, Digga. Ich zock nicht, nur FIFA. Wo ist der Controller, den ich gestern auch schon mal wieder hier quer durchs Wohnzimmer geschmissen hab? Bastardspiel. Ich zock nur FIFA. FIFA ist mein Leben. Ich liebe FIFA mit Herz und mit Seele. Spaß. Ich zock aber nichts anderes. Ich hab mal Red Dead Redemption gezockt. Das war auch nice, Alter. Ohne Spaß. Aber ich bin dann irgendwann, hab ich die Ruhe dafür nicht mehr. Irgendwie so. Auf jeden Fall dann nice. Ich kill euch alle wie beim Sammeln von Erfahrungspunkten. Schon im Bad ertrunken. Ich kill heute alle wie beim Sammeln von Erfahrungspunkten. Okay, da macht die Line schon Sinn. Ist auch nice. Ist auch irgendwie geil gerappt. Schon im Bad ertrunken. Man sagt, der Dom sei oft auf Coke jetzt. Doch hat mehr Urkunden als der Online-Shop von Rolex. Der Arsch. Wer hat die vorher hier gespoilert? Welcher Bastard hat die hier vorhin schon im Chat gespoilert, Alter? Mehr Urkunden als der Online-Shop von Rolex. Ist ganz nice. Wobei auch die Zweideutigkeit, so dieses Uhr und Uhr kennt man auch schon, ne? Und in weitaus krasserer Form. Also zum Beispiel, irgendeiner hat mal die Zeile gekickt, ich bin Ureinwohner wie ein Kuckuck oder so, finde ich eigentlich nicer. Oder du bist Ureinwohner, du siehst aus wie ein Ureinwohner, als wärst du Kuckuck. Das ist auch zu eine krasse Zeile, Digga. Irgendwie dein Vater ist Alkoholiker und muss jeden Tag ein Glas um die Uhrzeit ächzen. Wie im Dinosaurier-Museum. Ein Glas um die Uhrzeit ächzen. Digga, zu krass. Der Arsch meiner Bitch ist blau und auch rötlich. Dein Kondom ist in King Size, wie die Augen des Königs. Du bist. Kondome sind King's Size. Die Kondome sind King's Size, die Königsgröße und die Kondome sind King's Size, also King's Eyes, Königs Augen. Das ist ganz nice. Dein Kondom ist in King's Size, wie die Augen des Königs. Du bist gleich besser nicht mehr hier, denn ich bin so eine Maschine. Sie wollen nicht auf mich bauen, doch etwas installieren. Ich bin so eine Maschine, du bist gleich besser nicht mehr hier, ich bin so eine Maschine, sie wollen nichts auf mich bauen, aber irgendetwas installieren. Nicht auf mich bauen, doch etwas installieren. Haschischkiffen ist für Ente, drum flieg ich nach Amerika und komm durch Dollar ziehen wie ein abgerissener Schnürsatz. Und komm durch Dollar ziehen wie ein Ja, Dollar ziehen, Dollar ziehen, ja, aber was... Ja, das verstehe, aber das ist, ich weiß nicht, ist mir fast zu plump. Sie meinen, das Zeug ist freiverkäuflich. Hosentaschen voller Dollarnoten, wie ein Einsatzzeugnis. Rappt auch Kollege schon, also ich weiß nicht, das ist jetzt auch, ist mir irgendwie zu naheliegend fast schon so. Welche Zeile derjenige, der vorher hier reingeschrieben hat, Entertainment, Alter, hat eine überkrasse Zeile oder da kommt eine Killerzeile oder sonst irgendwas. Schreib mal bitte rein, welche Zeile du meintest so. Ich lach dich auch nicht aus oder ich waren ja viele gute Zeilen dabei so. Ja, genau. Also für mich war auch diese getigerte Katze-Line die krasseste, muss ich echt sagen. Deine Brust, Steine kochen vor dem Schuss. Ich bestimm die Kurse für die Stoffe deiner Sucht. Ammoniakgeruch, Knospe der Zucht. Steuerfreie Ware, wer bringt Opfer für das Blut? Rasit Flock in deine Brust, Steine kochen vor dem Schuss. Also das rockt schon. Also das habe ich schon Bock im Auto zu pumpen, ohne Spaß. Also gerade die Hook, das kannst du dir schon geben. Ja? Permanent auf die Hupe geht und dann... Eskalation, also ich fühl's schon, die Hook vom Flavor her geht es schon echt richtig gut ins Ohr hier. Ich bestimm die Kurse für die Stoffe deiner Sucht. Ammoniakgeruch, Knospe der Zucht. Steuerfreie Ware, wer bringt Opfer für das Blut? Weep, weep! Holt euch alle die Entertainment EP. Krasse Lyrik muss unterstützt werden, Alter. Ich hab gelernt.
ernte allergrößte Schmerz, geht auch hinüber. Komm, reiß mir ein Bein aus, doch ich laufe weiter. Tausend Füße. Ich seh, du läufst gern rum mit ner Schlaghose. Da werd ich intolerant, auch ohne Laktose. Ich lauf und ich kämpf, trotzdem Scheren in der Optik. Und zieh mir nen Kondom über den Schädel wegen Kopfhick. Wenn mir noch ein Rapper erzählen will, dass er hart wäre, fahr ich mit nem Dampfer über seine Privatsphäre. Weil wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Sie trägt die Nikes, ja, ja. Sie weiß ganz genau, dass sie heiß ist. Sie trägt die Nikes, ja, ja.